Boah. Hier ist wieder der Testmittel von YouTube und heute stelle ich euch mal eine Super Soaker Monster Rocket mit über 2 Meter Größe vor. Ich habe sie schon ein bisschen länger, seit 11. November 2016, hatte aber noch keine Zeit, die zu zeigen und im Winter ist das Ganze ein bisschen doof. Hab sie mir in England auf eBay gekauft, war nicht ganz günstig, 52 Kracher. Da seht ihr mal, was ich für euch immer ausgebe, um interessante Videos zu zeigen. Weil ich kriege ja nichts gesponsert und da muss man schon mal das Zeug aus der eigenen Tasche bezahlen. Nichtsdestotrotz, ich wünsche mal viel Spaß jetzt mit dem Video. Ja, und so schaut die Verpackung aus. Der Super Soaker Monster Rocket. Aufpumpen und durchstarten. Steigt über 30 Meter in die Luft. Ich habe, glaube ich, in einem Video 100 gesagt. Ich habe es verwechselt, aber aufpumpen mit Meter. Seht ihr, für die maximale Flughöhe einmal mal pumpen. Ja. Hier an der Seite seht ihr schon so eine kleine Bedienungsanleitung. Wo habe ich es gesehen? Genau, da steht's. Das Ding ist richtig alt. 14 Jahre, 14 Jahre. Die Monster Rocket. Ja, und die schauen wir uns heute mal an. Ja, und das ist alles in der Verpackung. Ich weiß gar nicht, ob ich die komplett neu gekauft habe. Sieht nämlich fast so aus. Cool. Hoffe ich mal, dass es noch funktioniert, weil manche Sachen, die jahrelang irgendwo rumgelegen haben, da kann es passieren, dass es nicht mehr klappen. Aber das werden wir dann gleich sehen. Also das ist also alles das, was in diesem Karton drin war. Und ja, dann mal auf zum Zusammenbau. Ja, ist zu alt einfach. Sieht man schon hier. Das hat sich jetzt gelöst. Das muss man jetzt neu festkleben. Ja, fertig zusammengebaut. Da steht sie. Die Monster-Rakete. Die ist echt über 2 Meter groß. Ja, ein bisschen schief gerade, kann man aber mit den Füßchen da unten dann noch ein bisschen ausgleichen. So, da oben, genau, da ist hier so eine, ja, so eine kleine Öffnung. Da gibt es 2 verschiedene Sachen. So, das hier wird oben reingesteckt, da pustet ihr rein, Luft rein und Luft rauszulassen, diesen Stab hier. Der hat da dann so ein Löschelchen und dann entweicht die Luft. Also alles da oben dann. Zack oder zack. Das ist so ein Ring aus Gummi, den kann man so drüber schieben. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Der ist dafür da, für die Flugeigenschaft. Ja, so sieht die Rakete dann aus. Hier steht dann, Hochkant ist das neue Quer. Nee, Monster Rocket und Super Soaker. Und die Rakete, also den Oberkörper, sag ich mal, habt ihr dann hier unten reingesteckt in das Teil. Ich habe hier mal ein bisschen was geklebt, weil das halt ja so alt ist, dass es schon teilweise aufgeht. Hier unten muss ich auch noch was kleben. Dann die 3 Dinger werden einfach dran gesteckt von unten nach oben. Dann haben wir hier noch so Bodenanker. Da könnt ihr nachher die Rakete zum Beispiel in die Erde reinstecken, damit die auch richtig hält. Hier ist der Wassertank. Da kommt nachher das Wasser rein. Dann haben wir hier die Pumpe. Hier ist maximaler Schub. Über 100 Meter. Schauen wir mal. Wasser rein. Ein Teil drauf. Dann wird hier gepumpt, bis man einen Schub hat. Und dann gibt es hier dieses kleine Bällchen. Wenn ihr das dann drückt, fliegt die Rakete nach oben. Hier ist so eine Kugel. Dann soll sie gerade stehen, wenn das Ding in der Mitte ist. Und hier haben wir noch die Füßchen. Die kann man so ein bisschen hoch und runter machen. Dann kann man die dann ja, so ausrichten, dass sie gerade ist. Ja, dann würde ich mal sagen, jetzt muss ich mir irgendwo mal einen Platz suchen, irgendeine Wiese oder ein Feld, wo wir das Ding dann halt mal starten können. Dann wollen wir mal pumpen. Wasser ist drin. Ja, also irgendwie ist da der Wurm drin. Das ist wahrscheinlich, na, das ist noch. Nur ein bisschen, aber hier baut sich nichts auf. Gar nichts. Kann ich noch so viel pumpen, wie ich will? Sehr, sehr komisch. Oder ist die Anzeige kaputt? Das kann auch sein. Auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Ah!
sieh mal da, es hat sich bewegt. So, ich will maximalen Schub haben. 100 mal, über 100 mal pumpen, fällt ja schon der Arm ab. Oh, ich bin so mit dem. Ich muss raus, ich war die Luftpumpe, ey. So, und weiter geht's. Aha, jetzt springt er. Jetzt springt er, komm, frei. Maximal Level hier. Und hoch, geht wieder höher, frei. So. Ja, gleich explodiert sie. Geht da noch was? Geht da noch was? Ah, ich lasse jetzt mal und jetzt muss man vom Weiten filmen, dann sieht man es besser. So, maximalen Schub, fast. Und jetzt gucken wir nochmal. Bautz! Und da ist sie gelandet. Ja, wenn er mal ein gewisses Alter kommt, dann passiert euch das auch. Also, sie ist schon kaputt gegangen. Irgendwo ist ein Loch drin. Und ja, also ich denke mal, vor ein paar Jahren, wo das Ding rauskam und neu war, also es lag ja ein paar Jahre bei irgendeinem Keller, hätte das bestimmt viel, viel besser funktioniert. Auf jeden Fall, von der Optik her finde ich es ziemlich klasse. Sieht halt cool aus, wie so eine Riesenrakete, 10 Meter hoch. Und was ich nicht so toll fand, der Bereich hier, der muss nachher hier reingedrückt werden, damit das weiße Pnippelchen erscheint, damit das auch richtig drin ist, kann auch nur der Druck aufgebaut werden. Ja, aber ansonsten, cooles Produkt und habe ich euch mal gezeigt. Das war der Testbericht von YouTube. Sagt man tschüss, bis zum nächsten Mal.